Schönen guten Morgen. Ja, heute mit australischen Schutzhut. Ja, es regnet bei uns, beziehungsweise es fieselt, aber das tut der Natur gut. Schauen wir mal, wer sich zuschaltet. Ist ja immer eine Frage des Empfangs. Schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr könnt mich hören und sehen. Ich grüße euch, ja. Mittwoch, der 28. Juli. Mein Gott, wie ist die Zeit vergangen. Ja, er wird sagen, das Thema Absonderungspflicht auch für Kinder unter 6 Jahren. Wenn man das liest als ja, Mensch, Familienvater, Opa, aber auch wenn jemand keine Kinder hat, sagt man, Mensch, was ist denn das? Absonderungspflicht. Absonderungspflicht, das ist vom Bundesgesundheitsministerium gekommen. Das heißt also auch bei Rückkehrern, wenn die Kinder jetzt nicht geimpft sind, so steht es in der Nürnberger Zeitung, Absonderungspflicht, wenn man beispielhaft aus Spanien oder aus den Niederlanden zurückkommt, müssen die Kinder dann in Quarantäne. Und sollten die Eltern es nicht schaffen, die Kinder nicht rechtzeitig wieder nach Hause zu kehren, zurückzukehren und die Kinder kommen nicht zur Einschulung oder zur Schule, dann drohen Strafen. Wir haben jetzt Strafen, weil uns werden immer Strafen. Ja, im Übrigen sind die beiden Syrer und der Iraker, die in Leer in Niedersachsen dringend tatverdächtig sind, eine 18-Jährige über Stunden malträtiert und vergewaltigt zu haben, sind auf Drängen der Staatsanwaltschaft jetzt in Urhaft gekommen. Ich hoffe nur, dass der Richter keine Anzeige wegen Rassismus erhält. Das ist ja das Erstaunliche. Aber lasst uns zurückkommen auf Bestrafen. Das heißt, das Absonderungsrecht, die Absonderungspflicht für Kinder auch unter 6 Jahren. Das ist ein Wahnsinn. Und wenn man das sieht, Söder, wieder der Hardliner, CSU im Wahlkampf, Armin Laschet, ja, da denkst du, es sind 2 verschiedene Parteien. Die CDU hat übrigens Veranstaltungen vertagt und den Wahlkampf vertagt. So war es heute früh im Morgenmagazin. Wir haben aber noch viel Zeit. Oder sind es bereits jetzt Verdachtsmomente, dass die Wahl verschoben wird? Fragezeichen, man weiß es nicht. Ja, man hört Helge Braun, den Kanzleramtsminister, der sagt also, das Thema Sanktionen, Aufhebung für Nichtgeimpfte. Mich wundert es nur, dass aus dem Brandenburger Bereich Meldungen kommen, wie viel Geimpfte die Infektion respektive das Virus wieder durchgeschlagen hat, die mit BioNTech geimpft worden sind. Schaut mal rein bei RBB auf die Textseite. Es ist schon erstaunlich, was sich da alles so vollzieht. Aber liebe Freunde, wir müssen diese Dinge doch mit einem gewissen Grad an Humor nehmen, sonst wirst du krank. Wir haben heute gestern, ich denke, das war ganz interessant, was ihr gehört habt aus der Sondersitzung des Innenausschusses mit Martin Hess. Keiner ist es gewesen. Horst Seehofer, na, mit der Flutkatastrophe und diesem doch desaströsen Zusammenwirken hat er nichts zu tun. Habe ich noch ein bisschen auszusitzen jetzt bis September, bis jemand oder bis dann hier ein anderer Innenminister, Bundesinnenminister gewählt wird. Armin Schuster, Leiter Katastrophenschutz. Ja, also im Grunde genommen sind die Menschen dran schuld, weil sie nicht rechtzeitig ihre Häuser verlassen haben. Da kannst du eigentlich nur sagen, was ist das für ein Wahnsinn? Ja, Sendungen, die dann noch kommen, das ist das Thema Schämt euch eure Hautfarbe, wird morgen Abend ausgestrahlt. Heute spreche ich mit Jürgen Braun, der war eine Woche in Washington. Wie ist denn das Verhältnis Deutschlands der Parteien zu den Republikanern? Und dann werde ich heute mit jemand sprechen von der Basis aus Augsburg, einen Verantwortlichen. Also interessant, was dort läuft. Also die Absonderungspflicht für Kinder ist ein Wahnsinn. Fällt mir ein, das hatten wir in Regimen Donnerwetter. Die werden immer werteorientierten Menschen zum Vorwurf gemacht, dass man, ihr Rechtsradikalen, ihr Rechtspopulisten, ihr Querdenker, ja, sind Klardenker dabei, liebe Freunde, die durchschauen eure Politik. Im Übrigen, RKI-Chef Wieler hat ja schon wieder ein Drohszenario aufgebaut mit entsprechenden Lockdowns. Nena hat recht. Es gibt diejenigen, die es verkünden und es durchsetzen wollen. Und es gibt diejenigen, die es mit sich machen lassen. Und immer mehr wachen auf und sagen, nee, wir lassen es nicht mit uns machen. Also, ich melde mich wieder, startet gut in den Tag und passt auf euch auf. Euer Peter.